So, dann geht's jetzt weiter. Hier in unserer zugeschneiten Landschaft. Ja, ich gehe erstmal mal eben einmal rum, um mir das nochmal wieder anzuschauen, weil wir das letzte Mal hier aufgehört haben. Ist auch schon wieder eine Weile her jetzt. Ah, ich bin nach wie vor wirklich begeistert hier von diesem, von dieser Seasons-Mod hier, die das einfach hier so verwandelt über die Jahreszeiten. Ah, ist echt wirklich schön. Also ich denke mal, unsere Ernte hier nochmal eben einfahren. Jetzt im Winter immer mal gucken, dem Kürbis hier im Winter, da wächst es jetzt auch nicht mehr so schnell wie im Sommer. Aber wir haben ja reichlich in der Kiste. So, hier mal bei den Möhren und Rote Beete auch nochmal eben durch hier. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Ach ja, der Sellerie, das war auf dem anderen Feld. Ich nehme einfach mal so ein bisschen was mit. Und ich werde auch mal eben hier mal ein bisschen von den Schnee auch mal was mitnehmen. Hier mal so den Weg mal so ein bisschen frei schaufeln. Das war die Schaufel. So, mal sehen. Wir haben reichlich in der Kiste. Also da sollten wir schon mit hinkommen. Hier bei den Winter Beetroot Seeds lassen wir auch mal alles in der Kiste. Da waren jetzt ja auch noch so ein paar von den Werkbänken für das Dorf, die ja noch nicht wurden. Das war ja hier das Lesepult, meine ich. Hatte ich noch nicht. Und dann hier diesen Webstuhl hier. Mal wieder reinkommen. Hier, glaube ich, dieser. Genau, dieser Cauldron. Ah, da brauchen wir wieder Eisen für. Ne? Das ist wieder so eine. Ah, wir haben nicht mehr so viel. Ich würde den erstmal. Ich würde das mit dem erstmal lassen. Dann haben wir ja noch den Braustand. Dazu brauchen wir allerdings hier diesen Blaze Rod und den finden wir im Nether. Ja, die Frage, ob man sich da mal so vorsichtig mal rantastet. Ja, ich kann es ja mal probieren. Also ich habe ja hier Schwert ist auch fast runter. Ich müsste mir da mal ein bisschen was zurecht bauen, hier auch mal die Werkzeuge auch mal so ein bisschen hier aufbrauchen, die wir schon angefangen haben. Hier diese Spitzhacke, hier haben wir noch eine Axt, komm, die können wir mit der mal eben zusammenpacken. Dann habe ich noch die Breitaxt, die ganzen Schneebälle packen wir mal rein, Kartoffeln haben wir noch, wir haben noch Stöcker, den Flint brauchen wir eigentlich gerade nicht. Komm, den einen Pfeil mit dem Bogen
Ja, mal gucken, ich werde auch mal eben gleich nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Ich habe mir da so ein bisschen noch was überlegt. Ich gehe erstmal hier mal eben schlafen. So, und zwar gibt es ja hier da diese eine vorgelagerte Insel hier, ne? Ich weiß gar nicht, mit dem Boot. Ich werde das mal eben umsetzen hier. Na. Da kommen wir gar nicht so richtig rüber, ne? Hier ist doch eine komplette Insel nochmal vorgelagert. Hatte ich mir eigentlich überlegt, ob man nicht dort vielleicht so ein bisschen was für die Tiere macht. Weil wenn das hier alles so von Wasser umgeben ist, dann... Ah, hier sind schon ein paar Schweine. Dann sollten die doch eigentlich auf dieser Insel auch bleiben. Oh, hier kommt schon wieder Schnee. Ja, das scheint komplett von Wasser umgeben zu sein. Das werde ich mir mal überlegen, dass wir vielleicht in der Mitte mal so ein bisschen auslichten. Uns da so eine Art Freigehege dann machen und aber wir brauchen ja einfach auch nachher ein bisschen Leder dann auch für Bücher und so und kann man ja mal die Tinker-Axt dabei, wenn ich schon mal hier diesen Baum mal eben hier so, dass wir hier mal so ein bisschen was auslichten. Können wir auch gleich Baumaterial auch dann sammeln für den Nether. Ja. Da ist noch einer. Ja, dann würde ich das mal hier so ein bisschen vorbereiten dann nachher für den Frühling. Ich mal hier so eine Lichtung mal eben machen. Na, ja, mit der Tinker-Axt hier das... Das macht wirklich Laune hier. Zack, alle weg. Sondern mit denen auch noch weg. Ich habe auch ein bisschen Holz in der Kiste. Na? So, hier ist noch einer. Geht denn auch noch mit? Alles klar. Ja, und ich würde auch ganz gern mal wieder in den Urwald auch mal schauen. Da waren ja da diese... Dschungelbäume, die ja nicht so richtig Setzlinge fallen lassen wollten.
Aber hier mit der Tinker-Axt. Da kann man mit einem Schlag so einen ganzen Baum umholzen. Und na? Dann kommen ja auch die Setzlinge dann auch alle auf einmal runter. Und das gleiche würde ich dann auch nochmal mit den dunklen Eichen auch nochmal ausprobieren. Um da einfach auch mal ein bisschen Vielfalt auch mal zu bekommen. Hier brauchen wir die ganzen Holzsorten. Ich weiß ja nicht, die Akazien oder wie heißen die noch? Die gibt es hier dann auch noch. Die haben wir noch gar nicht gesehen. So. Mit denen noch weg hier. So, hier machen wir auch noch mal eben Platz. Ja. Da ist noch einer. So, da haben wir ja hier schon mal so eine kleine Lichtung. Jetzt gehe ich hier auch noch mal eben durch. So. Der hängt jetzt hier auch noch irgendwo fest. Nimm den hier nochmal weg. Ja, und dann brauchen wir natürlich auch noch Glas, ne, für diese Nähter-Geschichte da. Dass wir uns da diese Basisstation da noch ein bisschen vergrößern und dann da diese Festung anbinden. Wir sehen, hier machen wir auch noch hier den. Auch noch eben hier. Okay, hier nehmen wir noch den weg. Gut. Also ich denke mal, das reicht erstmal. Ja. Mal wieder zum Boot. Ich weiß gar nicht, ob es schon Nacht ist. Probier mal eben zu schlafen.